Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moris. Ja, wie ihr seht, ich habe mich umgezogen. Und nein, ich habe kein Geld ausgegeben, aber ich habe trotzdem nur noch 190 Dollar. Das könnte problematisch werden. Aber naja, wozu hat man Geld? Oder man wartet. Was ich hoffentlich nicht muss. Naja. Dann gucken wir mal, was denn jetzt abgeht, warum wir Detektiv spielen müssen. Ich habe vom Unterricht noch ein bisschen Zeit. Diesen Lysander würde ich gern näher kennenlernen. Ich werde mich mal mit ihm unterhalten. Hey, hallo, du bist auch Melanie Summer, oder? Ich bin Peggy. Ich bin verantwortlich für die Schülerzeitung. Hallo. Du sollst nachts ein Gespenst in der Schule gesehen haben und du hast dann selbst Nachforschungen angestellt. Kannst du mir was darüber erzählen? Was denn? Hast du was herausgefunden? Weißt du, wer es war oder was danach los ist? Nein, nein, überhaupt nichts. Ich habe mir nur irgendwas eingebildet und mich dann in die Idee reingesteigert. Wirklich? Ich hoffe, du verheimlichst mir nichts. Früher oder später finde ich die Wahrheit doch heraus. Nein, ich nicht. Aus dem Zimmer der Schülervertretung hört man laute Stimmen. Klingt ganz so, als würde die Direktorin Nathaniel eine Standpauke halten. Peggy ist gegangen, um zu sehen, was da los ist. Naja. Ich weiß nicht, sollen wir auch nachgucken gehen? Ich will ja wissen, was da los ist. Sofort hingehen, um zu sehen, was los ist. Die Direktorin verlässt gerade das Zimmer der Schülervertretung. Nathaniel, ich warne dich, wenn diese Sache nicht schnell geklärt wird, musst du nicht nur nachsitzen, sondern wirst der Schule verwiesen. Okay. Das ist nicht gut. Oh, die ist ja vollkommen außer sich. Was ist wohl passiert? Und du, junges Fräulein, was machst du hier? Das geht dich überhaupt nichts an. Also verschwinde! Ja, natürlich, Frau Direktorin. Entschuldigen Sie. Oh, Nathaniel ist gleich hinterher aufgetaucht und hat mich auf dem Flur gesehen. Warst du da? Du hast alles gehört, oder? Du hast also alles gehört? Nein, ich bin nur gerade vorbeigekommen und da habe ich die Direktorin gesehen. Sie ist wohl etwas wütend? Jemand hat Akten aus dem Lehrerzimmer gestohlen. Und dieser jemand warst du? Natürlich nicht! Aber das Lehrerzimmer ist immer abgeschlossen und ich bin der einzige Schüler, der einen Schlüssel hat. Verstehe. Mein Schlüssel ist verschwunden und die Direktorin glaubt, ich habe damit was zu tun. Kann man ja auch verstehen. Aber ich kann überhaupt nichts dafür. Jemand hat mir meinen Schlüssel gestohlen und danach die Akten geklaut. Wenn ich das nicht schnell in Ordnung bringe, fliege ich von der Schule. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Sollen wir uns mal im Lehrerzimmer umsehen? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Nein, ich habe ja keinen Schlüssel mehr und außerdem darf ich nicht mehr herkommen, solange das Ganze nicht geklärt ist. Gut, dann werde ich mal sehen, was ich machen kann. Danke, Melanie Sommer. Bitte. Nathaniel ist gegangen. Der Arme, das Ganze scheint ihn echt mitzunehmen. Kann man ja auch verstehen, er mag seine Arbeit als Schülersprecher. Hast du schon gehört? Der Schülersprecher auf der Anklagebank. Das wäre eine super Schlagzeile. Ich muss unbedingt mehr darüber wissen. Was? Aber denk doch mal an Nathaniel. Das macht man einfach nicht. So ist der Journalismus normal. Man schreibt über die neuesten Sensationen. Sowas auszunutzen, echt mal. Wie ihr vielleicht gesehen habt, wir haben auch neue Aufgaben. Wir müssen eigentlich mit den ganzen Personen reden, um herauszufinden, wer wohl am verdächtigsten ist. Ich habe ja schon direkt jemanden im Verdacht. Fehl ich hier auch. Also, ich glaube, es ist. Nein, ich sag meine Vermutung noch nicht. Mache ich später. Hallo, ich bin Melanie Summer. Ich bin Carla. Melanie Summer? Du bist das also. Emma hat mir schon von dir erzählt. Und wieso? Ach, ist ja auch egal. Ich suche einen Schlüssel. Hast du vielleicht einen gesehen? Einen Schlüssel? Nö. Okay, danke für die Nichthilfe. Hallo, Melanie Summer. Kennen wir uns? Nein, ich bin Melody. Nathaniel hat mir von dir erzählt. Echt? Wann?
Was hat er denn gesagt? Das war kurz nach deiner Ankunft. Ich helfe ihm manchmal bei seinem Papierkram. Ach so, gibt es mehrere Schülersprecher? Nein, ich bin bloß Klassensprecherin, aber ich helfe halt trotzdem hin und wieder. Ah, verstehe. Weißt du schon von dem verschwundenen Schlüssel? Ja, das ist schlimm, oder? Ich frage mich, wer das gewesen sein könnte. Ja, ich auch. Ich helfe dir gerne dabei, den Schlüssel zu suchen. Hast du vielleicht eine Idee, wo er sein könnte? Wenn ihn mir jemand gestohlen hat, habe ich natürlich keine Idee, wo er sein könnte. Ich lasse ihn im Zimmer der Schülervertretung, wenn ich hier bin, und ansonsten habe ich ihn in der Tasche. Und wie konnte er dann vor der Nase geklaut werden? Okay, das würde bestimmt Minuspunkte geben. Passt du denn auf deine Sachen nicht auf, oder was? Okay, das ist auch Minuspunkte. Nehmen wir die zweite Antwort. Keine Sorge, wir finden ihn schon. Einen Schlüssel hier irgendwo in der Schule. Und wenn ihn jemand mir sich. Wett? Ach so, und wenn ihn jemand mit sich herumträgt? Na dann viel Erfolg. Rosalia, hast du zufällig einen Schlüssel gesehen? Einen Schlüssel? Nein, warum? Habe ich einfach meinen Hausschlüssel verloren? Sie fängt an, in ihren Taschen zu wühlen. Nein, nein, ich habe einen Schlüssel verloren und suche ihn jetzt. Oh, nein, sorry, ich habe keinen Schlüssel gesehen. Okay, danke. Hast du schon gehört? Nathaniel sitzt in der Patsche, weil er den Schlüssel vom Lehrerzimmer verloren hat und dort was geklaut wurde. Na und? Habe ich doch nichts mit zu tun. Bist du jetzt nicht zufrieden? Du kannst Nathaniel doch nicht ausstehen. Ich würde euch diese Antwort nicht unbedingt raten. Ich glaube, das gibt ein bisschen Minuspunkte. Wirklich? Hast du damit echt gar nichts zu tun? Ich glaube, das gibt auch Minuspunkte. Ich glaube, da gibt es alles Minuspunkte. Ich nehme mal. Weiß nicht. Das, was mir am ehesten verschwindet. Meinst du nicht, wir sollten ihm trotzdem helfen? Das gibt keine Minuspunkte. Juhu! Ich habe doch schon gesagt, ich habe da nichts mit zu tun. Ist ja gut, ist ja gut. Hey du, wir kennen uns noch nicht, oder? Bist du nicht die Kleine, die vor ein paar Wochen angekommen ist? Ja, ich bin Melanie Summer. Ich bin Kim. Bist du die nächste Kleine? Warte mal. Ich suche einen Schlüssel. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nö, sorry. Hab hier keinen Schlüssel gesehen. Okay. Danke trotzdem. Und warum nennt die mich Kleine? So jung bin ich auch wieder nicht. Stimmt, ich bin schließlich 20. Naja, geil. Hallo, ich bin Melanie Summer. Hey, ich bin Viola. Ich suche einen Schlüssel. Hast du so welchen einen gesehen? Nein, sorry, ich habe nicht darauf geachtet. Okay, danke trotzdem. Ich habe immer noch keinen Schlüssel gesehen, falls du das wissen willst. Okay. Lisanne, hi, wie geht's? ja. Hallo, Lisanne. Wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen. Weißt du noch die Sache mit dem Gespenst und so? Hallo, Melanie Sonne, oder? Ja, genau, du und Cassie, seid also befreundet? Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Das hat Pluspunkte gegeben. Naja. Wann habe ich eigentlich angefangen? Ich glaube, ich mache noch ein bisschen. Jetzt habe ich mit allen über diese Sache gesprochen, aber keiner scheint wirklich was zu wissen. So. Also, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen Cut und ihr seht beim nächsten Mal, wen ich denn im Verdacht habe. Von wegen, wer denn der Dieb sein könnte. Also.